Ja, servus und hallo, liebe Freunde des gepflegten Schotterradelns. Ich bin wieder der Dave und heute bin ich am zweiten Tag meiner Gravel-Touren im Naturpark Altmühltal in Wemding unterwegs. Das ist dieser schöne Ort hier. Da fahre ich dann gleich auch mal durch die Altstadt, um ein paar Impressionen mitzunehmen. Und die heutige Tour, deren Namen ich mir ums Verrecken nicht merken kann, ich glaube grandiose Ausblicken und rasante Abfahrten, führt mich eben hier in Wemding am Rand des Nördlinger Rieses. Die Tour führt mich dann erstmal wieder hoch in den fränkischen Jura und von dort geht es dann hügelig weiter und irgendwann komme ich dann nach einer großen Runde hier wieder an. Ich bin auf jeden Fall schon riesig gespannt, vor allen Dingen auf die Ausblicke ins Nördlinger Ries runter. Ich war hier noch nie, ich bin mal gespannt, ob ich da auch trotz des heute etwas durchwachsenen Wetters ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich freue mich drauf und los geht's. So, jetzt bin ich hier gerade ein Stück durch die Altstadt von Wending gefahren und stehe hier vor einem österlich geschmückten Brunnen. Und also muss sagen, diese Stadt, also mir war sie jetzt nicht so bekannt, ich hatte die nicht im Radar, aber die Altstadt ist echt schick. Also ich komme aus Regensburg und wenn ich mich hier so umschaue, da muss ich Wemding wirklich nicht verstecken. So, Wemding liegt hinter mir. Wie gesagt, ein schöner malerischer Ort in einer bezaubernden Altstadt. Und direkt nach Wemding geht es erstmal in den Wald hinein, was ich sehr liebe. Also ich liebe Fahrt durch den Wald, das ist einfach immer ruhig, super Luft. Und ja, das genieße ich jetzt. Und dann mal gucken, wann es bergauf geht in den fränkischen Jura. So, nach Gosheim, nachdem man ein bisschen durch die Felder auf kleinen Asphaltstraßen gefahren ist, null Verkehr, da komme ich, geht es dann tatsächlich auch den Berg hoch. Also ich vermute mal, ab jetzt wird es hügelig. Das Mähhorn. Lebensraum für Schmetterlinge. Na ja gut, jetzt um die Jahreszeit blüht hier noch nichts, deswegen sind auch noch keine Schmetterlinge unterwegs. Aber ich hoffe zumindest mal, dass es da vorne eine schöne Aussicht gibt. Da fahre ich jetzt noch hin und guck mal, was es so zu sehen gibt. Wie ich schon vermutet hatte, zwar keine Schmetterlinge, aber durchaus eine wunderbare Aussicht. Ansonsten wäre das hier natürlich ein prima Spot, um die Drohne mal wieder abheben zu lassen. Allerdings ist es heute, genau wie gestern, wieder mal sehr windig, gerade in den oberen Luftschichten. Und ich habe es vorne unten am Feld schon mal probiert, habe da ein paar Aufnahmen gemacht. Da kam dann schon nach 70 Meter oder so Strong Wind Warning. Und ja, mal gucken, also hier wird es sicherlich nicht besser sein. Ich glaube, ich lasse es lieber und suche mir auf dem Weg noch einen anderen schönen Platz, wo ich ein paar Aufnahmen machen kann.
fahre jetzt hier gerade durch Monheim und dieser Ort ist ein gutes Beispiel dafür, warum die Tour auch verwunschene Orte heißt. Denn obwohl der Ort selber, ja, ich denke mal nicht groß ist, hat er einen richtig schönen mittelalterlichen Kern mit Stadttor und allem drum und dran. Und ja, da kann man dann auch sicherlich gut mal einkehren. Werde ich jetzt aber nicht tun. Ich habe noch ein bisschen was vor mir, also ich fahre jetzt weiter. Wie gesagt, schaut euch den Ort nochmal an, wirklich hübsch. Rasante Abfahrten, so ganz zu Unrecht, trägt die Tour diese zwei Wörter nicht im Titel. Denn ja, das war jetzt auch wieder recht schön zu fahren herunter, konnte man gut laufen lassen. Und jetzt bin ich hier irgendwo in einem kleinen Tal gelandet. Ja, ich denke mal, dass ich dann jetzt gleich wieder relativ tief unten bin an der Altmühl. Und dann geht es nochmal richtig weit nach oben zum höchsten Punkt des heutigen Tages. Und ja, mal schauen, vielleicht esse ich jetzt vorher noch eine kleine Brotzeit und dann gehe ich es an. So, nach rund 40 Kilometer sind 500 der 730 Höhenmeter ungefähr geschafft. Und ich weiß, es kommt noch ein großer Anstieg. Es ging jetzt hier auch schon, sag ich mal, durch den Wald kontinuierlich ein bisschen nach oben. Und ja, leider geht es jetzt nicht da weiter, sondern da. Ich befürchte, das ist jetzt nochmal der eine große Anstieg, der kommt, mit dem man am Schlag quasi so ungefähr die letzten 200 Höhenmeter am Stück absolviert. Und dann geht es nur noch leicht wellig nach unten. Na gut, jetzt sind es auch nur 150 Höhenmeter. Aber wie gesagt, der größte Anstieg dürfte jetzt kommen. Ja, also auf geht's. Findet auf der Strecke immer wieder kleine Überraschungen, so wie hier dann oben am Berg diese Ruine einer, ich vermute mal, das war mal eine Kirche, Kapelle oder sowas, steht leider nichts dran, aber von der Form her würde ich sagen, kommt das ungefähr hin. Hier ein länglicher Bau und vor allen Dingen hier vorne mit dieser Rundung. Da könnte dann der Altar gestanden haben. So irgendwie.
Ihr könnt mich ja berichtigen in den Kommentaren, wenn ich Schmarrn erzählt habe. So, für heute gibt es keine Aufnahme mit der Action 3. Das ist die Kamera, die ich hier vorne am Lenker montiert habe. Weil dieses absolut hochwertige Zubehör, was ich mir gekauft habe und was ich so professionell montiert habe, hat jetzt hier schon wunderbarsten Materialverschleiß und das Plastik ist gerissen. Da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. In diesem Sinne, herzliche Grüße an den Heiko. Der schon geschimpft hat, weil eigentlich hätten wir alles da, also so Klemmen und so weiter zur Befestigung am Lenker. Ja, nur wie es halt so ist, bei unter uns Chaoten. Ich hatte dann vergessen, ihn zu bitten, mir das mitzubringen. Naja, und jetzt arbeite ich halt damit. Oder besser gesagt, ich arbeite nicht mehr damit, sondern lasse mir jetzt irgendeine andere provisorische Lösung einfallen. Dinger Zeitpyramide. Alle 10 Jahre wird ein Stein dazugelegt und im Jahr 3193 soll sie dann mal fertig sein und aus 120 Quadern bestehen. Ich bin gespannt, ob es die Menschheit dann überhaupt noch gibt. So, ich bin jetzt wieder in Wemding angekommen, dem Ausgangspunkt und Ziel dieser Tour. Zeit für ein kleines Fazit. Ja, es war eine schöne Tour. Man hat schöne Aussichten über das Nördlinger Ries gehabt. War schön wellig dann unterwegs oben auf der Fränkischen Alb. Und auch der Name rasante Abfahrten war nicht gelogen. Also es ging schon gut bergab und hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann bei meiner dritten Tour im Naturpark Altmühltal auch wieder dabei seid. Da geht es dann von der Barockstadt Eichstätt hoch in den Wald. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.